Und wie war die Probe? Gut. Ich habe eine 500.000 in die Neuauflage von Lily Rose investiert. Ich will hören, dass es großartig war. Atemberaubend. Sexy. Ich liebe es, wenn du den Manager raushängen lässt. Wer redet denn von hängen? Lass das! Hey, lass das! So ein großes Schloss und nirgendwo ist man ungestört. Wir wollten eigentlich nur schauen, ob noch Champagner im Kühlschrank ist. Voilà. Ach, danke. Ja, wir sind auch schon wieder weg. Viel Spaß. Den werden wir haben. Meine kleine Schwester und dieses Model vom Shooting. Wie hieß sie noch? Juliette. Wusstest du davon? Ich hab's geahnt. Juliette hat Rebecca ja auch ziemlich angemacht. Was du so alles beobachtest. Naja, es war ja auch ziemlich offensichtlich. Siehst du die beiden, oder? Mhm. Und was sagst du? Wo hast du denn das Ding hier? Immer so ein japanischer Entertainment-Tycoon geschenkt. Aber er will Lily Rose für Japan lizenzieren. Ach, und wie soll's da heißen? Lily Lose, die klaulige Geisha. Ich kann das Ding rausziehen. Du nimmst mir nicht übel, aber ich bin fix und fertig. Wir haben die Tanzszenen aus dem dritten Akt wirklich tausendmal probiert. Kein Problem. Für deine Kunst gehe ich uns Zölibat. Ich freue mich für Rebecca. Ja? Sie und diese Juliette, die sahen richtig verknallt aus. Ich glaube, die konnten es kaum erwarten, übereinander herzufallen. Kann sein. Weißt du, meine kleine Schwester hat jetzt wirklich verdient, dass sie endlich mal jemand glücklich macht. Hat das nicht jeder mal verdient? Ja, aber... Sie hat nun mal extrem dazu geneigt, sich in jemand Falsches zu verlieben, zum Beispiel in dich. Ja, aber da kann ich nichts dafür. Ja, das habe ich auch gar nicht behauptet, aber vielleicht hilft es ihr, darüber hinwegzukommen. Worüber? Über den Liebeskummer wegen dir. Du könntest dich doch eigentlich freuen darüber. Ja, tue ich ja auch. Es ist nur, ich kann mich da jetzt eben einfach nicht so reinsteigern wie du. Ich steigere mich nirgendwo rein. Doch. Ich habe einfach nur versucht, sensibel zu sein. Ja. Weißt du was? Du hast recht. Die beiden sind wirklich ein super Paar. Genau wie wir beide. Ja. Gut geschlafen? Wenn du darauf anspielst, wovon ich glaube, dass du darauf anspielst, dann ja. Ich liebe es, wenn die Familie in Rätseln spricht. Oh, ich denke, Rebecca hat ein Recht auf ein paar Geheimnisse. Morgen. Guten Morgen. Morgen? Oh. Da schneit das Geheimnis ja schon zur Tür herein. Ich dachte, du wärst schon weg. Darf ich vorstellen? Juliette Moser. Freundin von dir? Etwas mehr als eine Freundin. Weiter so. Ich schau gern zu. Justus, bringen Sie der Jungfrau bitte noch ein Gedeck. Sehr wohl. Ich glaube, Juliette wollte... Juliette hat einen Irrenhunger. Vielen Dank, das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Ja, so sind wir. Ist ja immerhin auch das Beste, was du bis jetzt angeschleppt hast, Rebecca. Nein, das war umgekehrt. Ich habe sie abgeschleppt. Und ich krieg immer, was ich will. Stimmt's? Sag mal, musste das sein? Was denn? Na, diese Show eben. Was
das denn für eine Show? Für mich war das ein ganz normales Frühstück mit der Familie meiner Freundin. Hör zu. Wir haben zwei Nächte miteinander verbracht. Das macht uns aber noch nicht zu einem Paar, was am Frühstückstisch vor der ganzen Familie rummacht. Ey, das war lediglich ein guten Morgenkuss. Ich hab dir ja nicht gleich die Zunge in den Hals gesteckt, also komm mal runter. Eigentlich dachte ich, du bist diejenige, die hier runterkommen sollte. Offensichtlich habe ich das zwischen uns anders gedeutet als du. Das kann gut sein. Ich will dich. Vielleicht denkst du einfach mal darüber nach, ob du mich auch willst. Das muss ich nicht. Mir geht das nämlich alles viel zu schnell. Okay. Wenn das so ist, dann... Ich hol schnell meine Sachen und dann bin ich weg. Gut. Ihr Wagen wird gleich da sein. Vielen Dank. Ich empfehle mich. Du willst schon gehen? Von wollen kann keine Rede sein. Aber zwischen Rebecca und mir, da wird es irgendwie kompliziert. Ich weiß, dass Rebecca manchmal ein bisschen schwierig ist, aber... Sie ist eine ganz wundervolle Frau. Das weiß ich. Aber was willst du mir damit sagen? Dass sie in letzter Zeit ziemlich viel Pech hatte in Sachen Liebe. Ja, wenn sie sich so aufhält wie heute Morgen, dann wundert mich das nicht. Sie hat mich so behandelt, als wäre ich ihr peinlich. War ich peinlich? Naja, vielleicht ein bisschen. Also in erster Linie warst du natürlich locker. Ja, war ich auch. Ganz nebenbei. Ich glaube, du bist das Beste, was Rebecca gerade passieren kann. Gib nicht auf. Bleib an ihr dran. Und lass dich von ihren kleinen Maröttchen nicht verunsichern. Geh aufs Ganze.